Ja, schon wieder ein Training zu Hause. Macht nicht so viel auf einmal, sondern nutzt das quasi Tag für Tag. Wir machen heute wieder mal was für Oberkörper, Drückbewegung. Wir versuchen das immer so ein bisschen zu kombinieren und Stück für Stück abzuwechseln. Also wenn ihr euch sozusagen an die Serie haltet, funktioniert das am besten. Die meisten von euch kennen Dips, die kann man zu Hause machen. Nummer uno für die Mädels oder die, die noch nicht so oft Dips gemacht haben. Also macht es grundsätzlich zwischen zwei Stühlen. Ihr macht das hier so rum und guckt, wie weit ihr runterkommt. Überlastet bitte nicht das Schultergelenk. Tastet euch da vorsichtig ran an die Geschichte. Oder für die ganz Starken und die, die sich bei den Übungen auch sehr gut konzentrieren können. Ihr müsst erstmal testen, ob die Stühle das aushalten. Wenn nicht, müsst ihr sie mit Büchern oder sonst was beschweren, dass sie hier nicht reinkippen, wenn ihr euch an die Schulter verletzt. Ich stelle die meisten dann so ein bisschen schräg zueinander, dass sie besser auf die Bahn stehen. Und dann gehe ich ganz, ganz konzentriert hier runter und den Tipp. Ihr müsst halt überprüfen, ob die Stühle das aushalten. Okay? Wenn nicht, sicherheitshalber die Variante. Ihr könnt es auch gerne kombinieren, dass er 5, 6 richtig macht, so. Und dann wechselt und auffüllt mit den leichteren zwischen den Stühlen. Ja? Das wäre quasi die Oberkörper-Variante. Für die Drückbewegung und dann eine Art Überzüge, ich nenne es menschliches Robben, wie auch immer für zu Hause, führt das konzentriert aus. Und ihr wischt vorher oder zieht euch ein altes T-Shirt an. Ihr verschränkt die Arme hier so, dass ihr quasi die Hände in Richtung Ellbogen habt, bringt ihr richtig Druck rein in den Fußboden und zieht euch hier vor. Okay, so könnt ihr richtig schön euren Lat trainieren. Ich zeige es nochmal von der anderen Seite. Arme zusammen, Druck auf die Ellbogen bringen und vorziehen und weiter. Viel Spaß beim Üben, haut rein, lasst euch nicht unterkriegen.